What's poppin', Friends? Willkommen zu einem Daily Vlog. Auf jeden Fall haben wir uns heute vorgenommen, wir gehen die Winterreifen dran machen. Weil es ist Winter gekommen und unser Auto hat noch Sommerreifen. Ja, wir nehmen euch mit auf jeden Fall durch unseren Tag. Weil das sind keine normalen Reifen, das sind LKW-Reifen. Wie war Schule? Scheiße. Okay. Helikopter. Ich bin todmüde. Ich bin um 3 Uhr schlafen gegangen, 7 Uhr aufgestanden. Abitur durch die Tür. Der ist so cringe manchmal, ne? Soll ich noch weiter unten, nach hinten? Du sollst zurück. Weiter. Was ist der Plan? Wir gehen jetzt die Winterreifen dran machen. Aber wie kriegen wir die Winterreifen jetzt ins Auto? Das wird jetzt ein Spaß. Leute, die Winterreifen sind verdammt schwer. Ja, nee. Ja, nee, einer auf den. Da sind sie. Das sind unsere Winterreifen. Wie tragen wir die jetzt? Einfach hoch. Ja, du weißt, das ist genauso groß wie ich, Digga. Soll ich dir helfen? Oh, pass mal auf. Ach, das Computerscheiß, Alter. Etwas. Ja. Komplett kriseliert? Ne. Die in den Kofferraum reinzubekommen. Kriegen wir schon hin. Ja. Ey, ihr müsst doch erstmal das hier machen. Ey, das kommt in den Auto rein. Ja, ey. Halt mal von da. Die Tremme. Warum? Warte mal. Du willst das hier vorne lassen, ne? Keck, Alter. Das Ding ist, wir haben diese Felgen noch nie benutzt. Die Tramme, seit 2015, warte. Ja. Stopp, Bella! Pass auf. Mal wieder. Deswegen hab ich doch gesagt, lass den Reifen ein bisschen nach vorne ziehen. Ham, Kiss. Die Tramme. Ja, das Mann, Alter. Das ist so. Was machst du da? Zeig, wie sehen deine Hände aus? Die Tramme. Mein Vater ist gerade nicht hier, Vater. Wallah. Ja. So, Alter. Und wir dürfen die Reifen wechseln, ne? Ja, stark. Ich schwöre auf alles, Alter. Mein Vater macht gerade Cave in Türkei mit meiner Mutter. Und... Aha. Nachbarn sind gekommen. Scheiße. Meine Hände geknallt. Ja, komm, warte. Das sieht so scheiße aus, denn, ne? Hab ich schon gesagt. Du kennst mich wieder nicht. Ne, biliyor musun? Niye? Ich bin selber was, lan. Tamam. Füzeye gideceğim, sana zor bak. Onu beni nokuyor zaten. Gelin. Şu. Also. Zweiter Reifen auch drinne. Jetzt der Tür zu check. Ich sag mir nicht, die passen nebeneinander nicht rein. Ja, jetzt geht's schon. So, Friends, wir haben uns auf jeden Fall auf den Weg. Was passiert? Ja, fahr doch, Bro. Busfahrer ist kurz überfordert. Hinten ist ein bisschen. Ich muss auf die Reifen aufpassen, dass die nicht runterfallen. Stark. Und wie fühlt es sich an, auf kriminell unterwegs zu sein? Was für kriminell? Das ist nicht das erste Mal, dass wir kriminell unterwegs sind. Aus dem Ghetto rausgeschafft. Käse. Dankeschön, jetzt kannst du mir wieder geben. Er sieht aus wie ein Schneemann. Tschüss. Mein Reifen ist höchstens 50. 25. Hey, 50 Kilo, bist mit du dumm? Luft da drin, Alter. Ein Reifen ist doch nicht 50 Kilo, wir haben das doch gehoben. 10, 15 Kilo. 50 Kilo, ne, Alter, hebe ich mit links. Ja, geh mal weg, ja. Woher willst du 50 Kilo geh heben? Geh mal weg, Alter. Leute, was denkt ihr, wie viel wiegt so ein Reifen? Ich sag 10 Kilo, höchstens so ein 7er Reifen. 18 zu lange, schätze mal. Ja. Wie lange steht dieses Getränk schon hier? Helikopter! Seit Mittwochabend. Zittern nicht! Ja, wie soll ich jetzt legen, Digga? Na, Pion Alper? Wir sind jetzt da. Der Alper fährt rein. Okay. Auf die Bühne.
Merhaba, kolay gelsin. Dankeschön, mein Bruder, dankeschön. Willst du mit auf Vlog? Nein, Bruder. Könntest du dir das vorstellen, in einer Reifenwerkstatt zu arbeiten? Ich habe doch Praktikum 3 Wochen gemacht in der Werkstatt. Hat der Maul. So. Es geht los. Boah, die sehen schon sexy aus. Junge, ich kann es nicht glauben. Ich meine, das Ding ist, wir machen zum ersten Mal Winterreifen. Wir haben das Auto seit 4 Jahren, Freunde. Und nach 4 Jahren. Wir haben schon 4 Winter gesehen. Jetzt beim 5. Winter machen wir Winterreifen. Die letzten Winters haben wir immer so Auto stillgelegt, zweite Auto benutzt. Diesen Winter, wir machen Winterreifen. Hier, Freunde, falls ihr euch fragt, wo wir das machen. Navid Reifendienste, ne? Jetzt auf Ernst, diese Jungs hier sind Ehrenjungs. Soll ich durchdrücken? Na, drück. Was? Stark. Ahmed, habe ich bald Kaffee. Oh mein. Bin ich so, ne? Jetzt was? Walla. Walla, guck mal. Ey, wow. Leute, ich bin krass. Sei ehrlich. Das ist ja mal Ahmed. Ciao. Geht auch. Warte. Jetzt. Komm nochmal. Wir haben wirklich schon nicht so. Okay. Ja, jetzt haben Profi-Chicken, Alter. Okay. Ah, was hältst du davon? Walla, der ist so schlecht, ne? Der Ninja Tab macht zack, 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 schnell. Der braucht 3 Jahre. Ich mach brr, das Teil fliegt weg, Alter. Eine Sekunde. Experte. Profi. Ja, korrekt. Ja, Walla, warum seid ihr so korrekt, Jungs? Bruder, nimm's rein. Walla, nimm's. Ich höre, Alter. Was ist? Einer für dich, Bruder. Oder siehst du 2? Oder 3? Ich kann es hier, Bruder. Das ist für dich. Dann für dich. Sehr freundlich. Danke für die Xbox. Willkommen, Bruder. Der Profi. So, Freunde. Ey, unser Auto sieht komplett anders aus. Das ist einfach. Ey, das ist viel. Ey, guck mal, weißt du, das sieht so chef aus. Nee, wenn sie wieder mal. Standard. Ja, Standard Schilder mehr. Live Reaction von meinem Baba. Wenn er mal reingehen würde. Baba! Hazır mısın? Hazırım. So. Ja, 18 Zoll. Gene iyi 17-16 değil Alter. Was hat er gesagt? Sieht nicht schlecht aus? Sieht nicht schlecht aus. Sei mal ehrlich, wie sehen die Felgen aus? Wallah, Bruder. Guten Tag. Ich sag dir aber gar nichts. Lieber gar nicht, die sehen nicht so gut aus. Ja, ich feier die jetzt auch. Nein, ich mach Spaß. Gut, ja. Guck mal, die sehen nicht gut aus, ja, aber die sehen auch nicht scheiße aus. Die sehen auch nicht scheiße aus. Du fährst 7er, so ein 7er. M-Paket. Scheiß auf die Felgen, Bruder. Felgen sind alles bei einem Auto. Felgen sind alles. Jungs, wir machen jetzt ein kleines Grußvideo für meine Freundin. Freunde, ein neues Oh. Was ist das? Stark. Man denkt Opa-Auto, ne? Was ist das? Wie fühlt es sich jetzt an? Es fühlt sich anders an, Lan. Also spürt man das nicht? Ich fühle das ein bisschen. Ich meine das ernst. Zeig, ich habe Winterschuhe an, auf den. Jetzt gehen wir kurz das Auto waschen. So, Friends. Wir haben ein bisschen das Auto gewaschen und ja. Wow! So, jetzt. Es sieht einfach zu Standard aus, ne? Ja, Mann. Ja, nee, da macht dieses Shadowline auch keinen Sinn. Einfach, macht auch keinen Sinn mehr.
hinter dir. Ja, baller auf, warum? Abseits? Ja, ich komm nicht dran. Der Bruder präsentiert es. Jetzt brechen. So, wir sind fertig mit sauber machen. Wir gehen jetzt was essen, oder? Lass Meckes oder so, ne? Ja. Sollen Meckes? Freunde, wir sind gerade bei Meckes und wir sind echt überfordert mit dem. Ah, korrekt. Korrekt, wohl machen wir sie. Junge, hier ist einfach so Behinderten und du bist doch behindert. Warum stellst du es nicht ein? Sammy schwimmt hier seit 2 Stunden. Moment. Was nimmst du? Ey, ich hab Ketchup genommen, Sam Mayonnaise ab. Was trinkst du? Cola. Kaç para? Tamam. 20 çörek. Kazık. Hast du viel Hunger? Hast du viel Hunger? Ja. Du hast immer Hunger. Lüge. Ich hoffe, das dauert nicht lange, Alter. Diese kleine Chinesin macht ein bisschen Faxen bei uns. Oder Vietnamesin oder Japanerin. Ich weiß nicht, was sie ist. Irgendwas auf dem asiatischen Bereich. Gib. Warum rufst du nicht, ja? Warum habt ihr die Paket gemacht? Heul! Ich hab zu mir Essen aber gemacht! Bam, heul! Schrei! Ja, was? Eigentlich hab ich zu mir Essen gemacht! Kelleck, Alter! Haben wir selber ausgewählt! Ja. Ihr habt ein Paket genommen, Alter! Ja. Ein offiziell ist verboten hier zu essen! Ja, ist doch so! Kelleck, Alter! Bist du satt? Bist du satt? Bist du satt? Nein! Ich glaub, ich hol mir noch was, ja? Freunde, wir haben jetzt gegessen! Und für uns geht's jetzt erstmal nach Hause, ja? Das war echt ein anstrengender und langer Tag, ne? Was denn? Freunde, wir sind angekommen zu Hause. Das war's mit einem Daily Vlog. Wir haben euch ein bisschen mitgenommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert kostenlos und ganz wichtig, was du schon gesagt hast, checkt Instagram ab und kommentiert mal, wie findet ihr die Folge? Yeah. Passt auf euch auf und so dunkel. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Tschüss.